Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir befinden uns hier an der Scheune von guten O'Hara, oder wie er hieß. Der hat hier ein Spukhaus für uns gebaut. Ich bin mal gespannt, was da auf uns drin wartet hier. O'Haras Spukhaus, wir müssen den Strom anschalten. Und dann betreten wir das Ganze mal. Strom anschalten da oben. Okay, ich muss einfach da hochkommen, damit wir für die Tür den Strom anschalten können. Hochklettern kann ich wahrscheinlich nicht da aufs Dach. Vielleicht kann ich da wieder rausspringen. Okay, gehen wir erstmal rein. Vielleicht gefällt euch ja die heutige Episode. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Sammelbare Comics entdeckt. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts los. Wir haben da einen Safe, den werde ich mal plündern. Hoffentlich ist das keine Falle. Das soll ja ein Spukhaus sein. Bisher habe ich noch nichts gemerkt. Ne, da war Geld drin. Was haben wir da noch? Ah, ein Rucksack. Okay. Die Türen gehen nicht auf. Aber ich soll doch nach oben, oder? Hat jemand gelacht? Ah, okay, hier können wir hochklettern. So. Hier, weiter nach oben! Ja, ich bin auch schon oben. War das ein Scherz mit der. Von wegen Spukhaus und so? Hieß ja gar nichts. Was haben wir denn da? Eine Kiste noch. Nitro, dankeschön. Und ein sammelbares Comic haben wir da. Zombie-Comic. Also hier im Haus spukt nichts. Strom anschalten. Vielleicht erst da drin, weil da ist ja auch die Beleuchtung und so. Oh, guck mal da oben. Wer war das? Komm nicht raus. Hier geht's. So, das ist die Spukscheune. Nicht das da. Live-Horror-Show. Und da oben war jemand am Fenster. Gut, dass ich bewaffnet bin. Yeah! Das ist ja stylisch. Mit Lasershow. Haha. Der ist aber schon down, ne? Kommt er nochmal hoch? Voll cool. Kommt er nur einmal? Das ist ja langweilig. Ha. Sind das alles echte Leichen eigentlich? Ich hätte gerne meine Taschenlampe gehabt. Okay. Hat aber sich aber Mühe gegeben, ne? Nicht schlecht. Wow, Alter. Krass. Was ist das hier? Die Szene aus Exorzist? Wie geil! Da klingelt irgendwie ein Telefon. Komm, die Bar, Dame, die ich böse Ehefrau. Und der böse Grizzly. Das ist nur die verrückte Ehefrau. Nur diesmal von der anderen Seite betrachtet.
Der Schlachter. Aber der oben war auf dem Dach, der sah doch noch lebendig aus, oder? Yeah, das ist ja Hammer. Spider-Woman. Kann alles das, was ein Spider-Pig kann. Spider-Schwein, Fenster. Hammer. Oh, das war's schon. Schade. Oh, Hera's Geisterhaus abgeschlossen. Wie geil. Sehr, sehr einfallsreich auf jeden Fall. Lustig gemacht. Hat mir gefallen. Und hier klingelt das Telefon. Das war nicht für mich. Kann man hier auch noch was angucken? Oder hat er von hier oben die Zuschauer oder die Besucher beobachtet, die reingekommen sind? Da haben wir eine Kamera. Fernseher ist aber nicht an. Fleisch! Nice. Geben wir alles mit hier. Und die Fähigkeitspunkte auch. Dankeschön. Aber guck mal hier. Hier hat er auch irgendwie ziemlich kranke Sachen gefilmt, oder? Clowns-Gedanken. Wenn man Gott fürchtet, muss man auch den Teufel fürchten. Man muss ihn fürchten. Man nimmt einen jungen Menschen und nimmt seinen Körper und seine Seele. Seinen leeren Körper nimmt man, um mehr junge Menschen zu holen, deren Körper man stehlen kann. Nein, 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 nein. Du wirst dir noch wünschen, dass man dir den Verstand aus dem Körper kratzt. Denn wenn es mit deinem Körper fertig ist, wirst du ihn nicht mehr wollen. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich glaube auch, wenn der mit den Körpern hier fertig war, dann möchte man den echt nicht mehr wollen, ey. Das ist ein kranker Text. Und raus. So. Ich weiß nicht, wenn's ruhig ist. Zu viel Zeit zum Denken. Das war bisher echt das geilste Prepper-Versteck, oder? Echt Hammer. Hat mir sehr gut gefallen. Jetzt gehe ich aber mal Richtung Schicht im Schacht zur Mine. So, Grace, komm, wir fahren zur Mine. Schön zu verschnaufen. Ah, jetzt sitzt sie hinten. Okay, los geht's. Mal gucken, was uns in der Goldmine erwartet, ey. Katzer. Aber das ist auch wieder so diese Prepper-Verstecke, die musst du halt erstmal alle finden, die Positionen. Aber wenn es dann so ist wie das eben, dann lohnt sich das ja auch, ne? Aber ich bin ziemlich sicher, dass es viele Spieler gibt, die zum Beispiel dieses Geisterhaus nicht spielen werden, weil sie es einfach nicht machen. Oder nicht finden, weil sie woanders in anderen Regionen mehr unterwegs sind. Und da freut man sich wenn man es gefunden hat. Weil das war echt sehr, sehr, sehr einfallsreich gestaltet, das Ganze. Hier geht's zur Mine. Dein Zielfernrohr ist verstellt. Ich war das nicht, ey. Ich fummel nicht an deinem Rohr rum. Ich hab ein eigenes Rohr zum Rumfummeln. So. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Okay, Sprengstoff an den 4 Goldkisten anbringen. Wie kann mich denn von da einer sehen, wenn da gar keiner ist? Kommen wir nicht durch. Wir haben Scharfschützen. Ich auch, aber meine schießt irgendwie nicht. Komm, ich lauf da hinten. Wow.
Sind oben auch welche? Nee. Dankeschön. Dankeschön. Ich laufe hier einfach mal rum und sie macht den Rest. Okay. Da sind wir schon mal an der ersten Position. Ist wirklich eine Goldkiste? Die ist aktiviert. 4 Stück sind es insgesamt. So, Nummer 2. Und da oben haben wir gleich die nächste. Ich glaube, wir haben alle Wachen erstmal ausgeschaltet hier. Gott sei Dank. Also ich nicht, aber Grace. Grace hat aufgeräumt. Schön, wenn Verbündete auch mal einen Job, ihr Job tun. Kann man eigentlich auch in die Mine reingehen? Nee, habe ich mir schon gedacht. Alter, wieso bist du denn noch... Da, was machst du? Die ist doch selber darunter gefallen, oder? Hier sind weit und breit keine Gegner mehr. Die ist irgendwie hinter mir hinterhergelaufen und hier runtergefallen. Die blöde Kuh. Danke für die Hilfe. Ja, super. Muss ich aber wieder einen Umweg laufen, weil ich da hoch muss. Nur wegen dir. Das ist hier keine Anzeige für einen Kletterhaken. Nur da oben auf dem Dach, ja, aber da will ich nicht hin. Ich weiß gar nicht mehr, wann diese Mine aufgegeben wurde. Und trotzdem glauben alle, es wäre gut für euch. So, und die letzte. Fertig. Deputy Zip hier. Ja? Gerade ist ein Truck mit einem Haufen Dämonen hier vorbeigerauscht. In okay. Deine Richtung. Lass die bloß nicht die Ladungen entschärfen. Die werden ferngezündet, also müssen die alle scharf sein. Ja. Vorsicht! Es sind scharfe Bomben in der Mine! Verteilt euch und entschärft sie, bevor ihr alles hochgeht! Schnell! Bombe! Dass wir einfach nicht hier reinkommen. Wird nichts entschärft. Weg mit dir! Hat er gerade Alarm ausgelöst? Warnung, ein Kultist entschärft die Bombe. Warte mal ab. Oh! Hör ich da einen Heli? Ja, der ist auch abgestürzt. Jetzt sind die da oben. Das ist ein Hin und Her hier. Ausgeschaltet. Au. Das war nicht mal in der Nähe. Oh. Oh, ist da unten. Wow. Mich heilen! Oh Gott, ey. Jetzt da oben wieder hin. Ja, der Bereich ist zu groß, um hier hin und her zu laufen.
Arsch. Hier standen noch eben noch die ganzen Munitionskisten rum. Die brauche ich. Oh. So. Da unten wieder. Wo ist er hin? 40 Sekunden noch. Ist wieder einer da. Okay. Komm schon, lauf schneller ab, die blöde Zeit. Ich dachte, ich muss hier von der Explosion vielleicht auch nochmal weg. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Die Bomben sind scharf. Kneif die Arschbacken zusammen und rein. Hier schneit es gleich Goldflocken. Ja, ja. Ich flüchte. Alter, hau ab. So. Ich bin weg. Ich glaube, du hast es geschafft. Und jetzt die Arschbacken zusammenkneifen, denn du wirst Zeuge einer wahren und ungebremsten Gerechtigkeit. Verdammt, das ist amerikanisches Heldentum. Die globale Strategie der Eliten ist am Ende. Der Krieg um unseren Verstand ist gewonnen. Die Dämonen haben von echten amerikanischen Kriegern aufs Maul gekriegt. So sehen wir aus. So verhalten wir uns. Wir sind Pioniere und wir sind für die Ewigkeit. Ich bin Abgeschlossen. Schicht im Schacht. Der Typ ist schon echt krank drauf, ey. Aber er hat die Synchronstimme von Hugh Jackman. Finde ich super. Komm hoch mit dir jetzt, Grace. Alles gut. So, Grace, wir können weg. Das Gold ist gesprengt worden. So, hat er noch eine Aufgabe, der Typ? Muss ich erstmal schauen. Nee, ich glaube, für den haben wir alles erledigt. Es ist kein Story-Symbol mehr da. Von da bin ich gekommen. Hier, das ganze Ding. Alles abgeschlossen. Außer hier das Prepper-Versteck noch. Aber wenn ich mal wieder Skillpunkte brauche, kann ich da hin, weil das ist echt ein bisschen weit. Ansonsten können wir das Gebiet verlassen und hier oben mal in den Norden fahren. Wo startet das die Zone dann? Hier so, ne? Da könnte ich doch einfach hier dahin und dann hier über die Brücke fahren. Und dann fahren wir einfach mal in die Zone rein. Zum guten alten Trailerpark, wo man damals das Spiel sozusagen angefangen hatte. Schnappen wir uns den älteren Bruder von John und von Joseph. Der älteste der beiden. Und die letzte, die wir uns dann schnappen, ist dann Faith. Und das soll ja sowieso keine richtige Schwester sein. Da hatten wir ja schon von der Story gehört, dass die irgendwann einfach aufgetaucht ist und jetzt sagt, sie wäre die Schwester. Kann natürlich sein, dass sie irgendwie bei anderen Leuten aufgewachsen ist oder sowas. Okay. Ich habe Joseph Seed mal vor ein paar Jahren aus der Nähe gesehen. Ja, ich auch. Ich gäbe so einiges, dahin zurückzureisen und den Scheißer da und dort zu erleben. Das Problem ist, jetzt habe ich hier natürlich kein Auto, ne? So, ich visiere einfach mal das da an, damit ich da hinfahren kann. In die Richtung, okay. Leute, warum habt ihr hier im Trailerpark nicht mal irgendwie ein Auto rumstehen, was man sich mal nehmen kann? Ein Boot und so haben wir ja. Da steht ein Eins. Ist das noch fahrtüchtig? Da ist die Brücke. Genau über diese Brücke muss ich fahren.
Muss ich bauen? Oh. Für dieses Gelände ist das Ding echt nicht gemacht. Na, ja, da komme ich nicht hoch. So, Holland Valley habe ich fertig. Deswegen geht es jetzt hier rüber in den Norden. Kommt jetzt gleich ein Text wahrscheinlich für das Gebiet da. Jacob sieht die Region. Whitefall Mountains. Welcome to Whitetail State Park. Okay. Diese Berge gehören Eli und seiner Whitetail-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Okay. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Am Sägewerk. Okay, Sägewerk. Da habe ich doch schon die Quest dabei, ne? Fürs Sägewerk. Da, Baron Sägewerk, 2000 Meter. Ist aber ganz schön weit weg noch. Wo genau ist denn das Sägewerk? Da! Ach, guck mal, da ist auch, wo die Uschi ist, die ich hier haben will. Die will ich ja sowieso freischalten. Das passt. Das passt, dann mach ich das als erstes. Ich brauch die gelbe Markierung da hinten. Müssen wir zu irgendeiner Straße kommen, die mich denn da besser hinführt. Zum Beispiel diese hier. Alter, bist du nicht mehr ganz dicht, oder was? Weg da! So. So lernt man die Zone dann auch gleich mal kennen hier. Soll ja mehr so das Gebiet sein mit den meisten Gebirge. Das war eine Bremsung, ey. Oh, nee. Das ist ja hier nur... Ist gar kein Ort. Neue Zone, ich kenne mich hier nicht aus. Boah. Ich brauche mal ein anständiges Navi. Boah! Alter, diese blöden Idioten. Die einen dann noch absichtlich wegrammen müssen. Was für ein Verhalten. Positionswechsel. Ja, schießt ihr mal. Ich bin gleich weg. Ich muss zum Sägewerk. Meine neue Partnerin finden. Aber man sieht hier, das Gebiet ist halt ganz anders. Oh, wo wir waren, vorher waren diese Felder... eher so flache Landschaft mit Feldern. Und hier ist alles bergig und Gestein. Wow! Und mehr so die Holzfäller-Gegend. Finde ich gut, dass die Bereiche dann so unterschiedlich gestaltet sind. Und das bringt Abwechslung ins Spiel. Grace habe ich verloren. Die wurde niedergeschossen. Keine Ahnung, wo die wieder rumgehampelt ist. Immer noch 1300 Meter. Aber hier auf der Straße komme ich da sehr gut voran. Noch fahren ja nicht diese bewaffneten Konvois rum. Die werden sicherlich auch noch kommen, je weiter ich hier jetzt die Zone freischalten werde. Okay. Ja, so mal eine schöne Brücke hier. Landschaftsmäßig toll gemacht. So. Schwarzbär. Ziemlich viele Tiere hier auf der Straße. Viel mehr als bei dem anderen, finde ich. Wow. Oh. Du müsstest doch eigentlich gleich da sein. Weg da! Alter! Oh, ein Bison!
Alter, ich dachte, die wären ausgestorben. Muss ich da nicht links rein? Ja, ne? Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, da steht auch dran, Baron. Da steht Baron dran. Ich park meinen Wagen mal hier schön dezent auf dem Bahnübergang. Aber da fährt doch niemand mehr, oder? Jetzt sieht man das hier. Das ist richtig, richtig so ein richtig cooles Valley. Mit den Bergen da im Hintergrund. Dann noch die Tankstelle. Das Golden Valley. Aber hier stehen wenigstens überall coole Wagen rum an jeder Ecke. Dass man die dann auch mal mitnehmen kann. Wurfmesser voll. Kann man die gar nicht rein? Doch, hier ist eine Tür. Wow! Alter, die hat mich gebissen, die Drecksarsch. Huiuiui. Kann ich den looten? Alter, Klapperschlange, ey. Die erste, die ich hier im Spiel sehe. Na gut. Dann werde ich sagen, wir starten in der nächsten Folge das neue Gebiet mit dem ersten Sägewerk hier. Und dann kriegen wir auch da die neue Partnerin. Die werde ich dann auch austauschen gegen Grace. Weil die geht so lautlos vor. Die hat ja auch einen Bogen. Gefällt mir dann vielleicht besser. Auf jeden Fall sieht sie cool aus. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, wenn euch die Folge gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also das Geisterhaus war auf jeden Fall eine feine Sache heute. Und ansonsten ja, schnappen wir uns Jazz. Oh, was ist das da für ein Gebäude? Guck, tut das mal. Ist das ein Bunker? Aus dem Fang-Zentrum. Ach nee, das ist der Cheeseburger. Jo, die werde ich mir auf jeden Fall alle holen hier. Den Cheeseburger, dann die Dame und hier den Herrn auch noch. Werden alle freigeschaltet. Also Leute, bis zur nächsten Folge morgen von Far Cry 5. Macht's gut und ciao, ciao.